Hallo Leute, hier ist wieder euer Turil Isakin und es geht weiter mit unserem Sklavenriesen. Die Haut haben wir beim letzten Mal soweit erstmal fertig gemacht, quasi Grundschicht und erste und zweite, ja, weiterführende Schichten halt. Jetzt, bevor wir da jetzt aber das komplett fertig machen, werden wir den Endschliff machen wir dann mit der kompletten Figur. Bevor wir weitermachen, machen wir jetzt erstmal mit der Kleidung weiter. Ein Sklavenriese hat nicht unbedingt sehr schmuckvolle Kleidung. Ein Riese an sich schon sehr modisch fragwürdige Kleidung. Das Ganze halten wir sehr einfach, in Brauntönen. Und zwar werden das grobe Stofftexturen. Davon tragen wir jetzt erstmal die Grundschicht überall auf, und zwar wird das in dem Fall Scorch Brown sein. Ja, komplett auf der Figur eben aufzutragen. Ist bei Farbe im Bereich Modellbemalung sehr häufig anzutreffen, dass man die Farbe natürlich auf die Figur bringt. Ja, ich in meine Ausführungen hier. Ja. Ja. Ich hätte wohl eher schon anfangen können, aber. Ah ja. Auf die bereits fast fertige Hautfläche draufmalen, ganz böse. Was knistert denn hier so? Okay, Moment. Okay, das hat mich jetzt gerade tierisch aufgeregt. Irgendwas hat jetzt gerade hier brutal rumgeknistert. Jo. Jetzt ist mir das schon fast wieder zu ruhig. Naja. Ich werde gleich schmeißt der Nachbar wieder sein Rasenmäher an und dann ist hier Ende mit Ruhe. Jetzt nochmal schnell in einer Pinkelpause von ihm angefangen. Ich hoffe, der braucht eine Weile. Jetzt habe ich wieder dauernd dieses dämliche Summgeräusch im Hintergrund, das regt mich so auf. So, ja, zurück zur Figur. Das Ganze wird braun. Man darf alles, wenn man nicht unbedingt Arbeit fünfmal machen will, jetzt nicht in die Haut reinmalen. Man kann das zwar, wenn man schnell ist, gute Reflexe hat und über das nötige vorbereitete Hilfsmittelmaterial verfügt, könnte man eventuell das schaffen, die Farbe schnell genug wegzuwischen, damit das keine bleibenden Spuren hinterlässt, aber ja, wenn das Spuren hinterlässt, dann kann man mit den Schichten wieder von vorne anfangen. Darum wäre es halt, ist es halt, machen es halt viele, dass man die solche Sachen, also erstmal über die Grundschicht und dann die ja, die nächsten Schichten aufbaut, aber und dann halt immer Haut, Hose, alles zusammen, immer wieder. Dann ist es nicht so schlimm, wenn man beim ersten Mal dann im Groben anmalen, die bei der Grundschicht in die anderen Flächen reinmalt, weil man einfach mit einer anderen Farbe dann wieder drüber malt. So muss ich jetzt erst mit dem, wenn es doof läuft, wenn es größere Flächen sind, erst mit dem rot Zeug da wieder drüber. Und dann erst mit der Hautschicht nochmal, also wenn ich größere Flächen verkacke. Ich habe jetzt damit so angefangen, weil ich nicht genau wusste, wie das mit dem Rosa, ob das jetzt wirklich so richtig. Also es war schon sehr. Ich war ja schon. Wer den Part gesehen hat, ich war schon sehr verzweifelt, weil ich gedacht habe, das kriege ich niemals mehr bemalt. Aber. Es ist doch nicht ganz so drastisch geworden, wie ich dachte. Und ja,
wäre es drastisch geworden, hätte ich dann halt einfach mehr die Figur geschnappt und hätte sie nochmal grundiert. Und nochmal drüber sprühen und dann hat sich der Spuk. Ist natürlich blöd, wenn man dann schon die komplette Klamotten bemalt hat. Also immer vorher gut überlegen. Was ist Plan B? Oder in dem Fall Plan C. So. Okay. Also Plan Z ist bei mir immer grundsätzlich, also Z, nicht C, Z, Plan Z ist immer grundsätzlich die Figur in den Briefkasten mit Nachbarn schmeißen und dann schnellstmöglich das Land verlassen. Das ist immer so, das ist so die Option. Immer genug Pläne haben, dann passt das. Okay. Jetzt da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Hose liegt so dermaßen eng an, dass man nicht weiß, wo hört die Hose auf und wo fängt der Arsch an. Vor allem ist das schwierig, weil der Arsch genauso faltig ist wie die Hose. Also, diese Figur designt hat, Hut ab. Da steckt wohl viel Eigenerfahrung drin. Oder schlechte Erfahrung in der Kindheit, je nachdem. Also ich ziehe jetzt hier einfach mal so eine imaginäre Linie, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Hose endet. Und das sieht doch nicht ganz verkehrt aus, oder? Also, das Ganze sieht irgendwie verkehrt aus, aber das ist nicht meine Schuld. Ja, wer das, wer sich mal das 360-Grad-Drehgedöns-Video von mir angeguckt hat, von dem Chaosriesen, der weiß, das Ding sieht nicht mehr. Das sieht eher schon so aus, wie ich mir einen Riesen vorstellen würde. Ja, nicht mehr hier so eine Pumpe, sondern ein richtiges Sixpack und so. What the fuck? Ja, man sollte die Figur angucken, wenn man bemalt. Ah, okay. Das kann man lassen, der hat einfach nur ein bisschen eingeschissen. Ja. Yeah. Multitasking 3 Punkte. Und 100 erreichbar. Juhu, der Nachbar wieder aufgehört, Rasen zu mähen. Gut, dass er so einen kleinen Korb hat. Ich muss mal ein gescheites Mikro suchen, dass das richtig schön rausfiltert. Die Nebengeräusche. Meine Fresse, was ist denn heute los? Voll das Knie angemalt. Egal, der ist im Dreck rum, der hat im Dreck gespielt. Das ist ein Riesen, der darf das. So, ja, was ich jetzt natürlich wieder nicht gesagt habe. Was alle, die direkt live mitmachen, natürlich jetzt zu spät kommt. Ich gehe mal davon aus, dass alle Leute, die das gucken, auch das andere Zeug geguckt haben. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht erklärt, aber das sollte ich wahrscheinlich tun. Hier natürlich bei den Nähten wichtig, dass man nicht einfach planlos drüber malt. Das könnte man natürlich auch tun, aber dann geht einiges an Effekt verloren. Also ich male natürlich schon drüber, aber hier nicht mit so üppig Farbe, dass alles dann in die ganzen Vertiefungen reinläuft. Und alles war zum Beispiel hier jetzt gute Beispiel. Ach, ich stelle das mal hin, dass ich nicht so wackel. Das müsste man nicht so gut sehen. Mache ich das mal richtig schön. So könnte man das sehen. Da sind diese Falten. Und wenn ich dann nur so drüber gehe, dann
bleibt das in den Falten. Okay, das ist jetzt scheiße, weil das da irgendwie nicht richtig grundiert ist. Ja. Also da. So. Dann sieht man, dass da das Dunkle noch drin bleibt und nicht alles, also nicht bis zum Grund runter übermalt ist. Und dann gibt es einen Schatteneffekt, den man so quasi auch ganz gut lassen kann. Also so für sich stehend. Kann aber nachher auch noch mit Tuschen, wie heißt das jetzt neu? Diesen verflüssigten Farben oder auch einfach mit verdünntem Schwarz oder was halt noch verstärken. Werde ich natürlich am Schluss auch tun. Aber schon mal vorab. Heute habe ich wieder eine zitterige. Ich bin einfach nicht ausgelastet, ich habe zu wenig Zeit zu malen. Das entspannt zu wenig, wenn man zu wenig malt, dann bin ich nervös. Ein schönes, entspannendes Hobby. Wenn man Zeit dafür hätte, wäre ja supi. Aber nein. Und wenn ich dann mal Zeit habe, dann nehme ich das Zeug auch noch auf und gucke alle 2 Sekunden auf die Uhr. Damit ich hier nicht zu lange aufnehme. Stress pur. Das ganze Leben ist Stress. Das ist unglaublich. So. Jetzt haben wir es in einem ganzen Part sage und schreibe geschafft, eine gesamte Hose anzumachen. Eine ganze Hose. Stell euch das mal vor. Das kommt einem immer, das so malt eigentlich. Nein! Okay. Die Kette ist wieder am Baumeln. Da hat der Kleber nicht mehr gehalten. Wenn man das so malt, da kommt einem das gar nicht schnell vor und gar nicht lange vor und malt er so vor sich hin und dann ist auf einmal, guckt man irgendwann zwischendurch auf die Uhr und dann steht er so auf 22 Minuten und denkt sich, verdammte Scheiße, was habe ich da jetzt die ganze Zeit gemacht? Naja, ein bisschen wird er noch immer noch eventuell weggeschnitten. Zum Beispiel, wenn mir der Pinsel runterfällt und ich 10 Minuten unter dem Tisch nach dem Pinsel suche. Okay, das kommt erstaunlich selten vor. Möchte man meinen, das kommt häufiger vor, aber nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Okay, ich male jetzt da unten einfach mal Hose rein. Also ich bin mir sehr. Also ich sehe da keine Hose, aber ich will, dass da unten Hose ist, weil sonst ist das, was da unten raushängt, irgendwie unappetitlich. da wird schon irgendwo eine Hose sein. Man sieht, wie gesagt, nur keinen Übergang. Okay. Es geht nicht nur die Zeit, sondern auch die Farbe aus. Das wird wieder ein Teil. Braun sind alle meine Kleider, ne? Bei den Ogern. Oder was da? Nee. War auch braun. Dass ich mir das braun machen muss. Vor allem, weil das selbe Wochen. So. Ganzen Fettwalzen. Was soll man mal einen geraden Strich hinkriegen? Ja, okay. Dann kriegt der halt dann noch einen Streifen da. So. So, da geht's auch schon weiter. Das hier noch Vollgas. Weil jetzt diese Schuppen lassen wir mal weg. Ich glaube, die mache ich so grünlich, dunkles Grün. Das sieht, glaube ich, auch nicht schlecht aus. Bei dem anderen habe ich ja das irgendwie so beige gemacht. Aber ich glaube, da hatte ich auch das ohne Schuppen. Ich weiß nicht.
Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Besser müssen. Da habe ich voll den Bauch angemalt. Naja, Künstlerpech. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich glaube, jetzt seht ihr rein gar nichts, was ich hier tue, oder? Ja. Dann formuliere ich euch einfach das, erkläre ich das einfach sehr bildhaft, was ich da mache. Und zwar male ich dem seine Glocken von hinten an. Wer das jetzt nicht so genau wissen wollte, selbst schuld. Das guckst du mir auch zu. Ich glaub's ja nicht. Nur noch Ansprüche stellen. Jo. Da dürfte es gewesen sein. Und damit haben wir auch den ersten, ich mal das, wie ich braun an, Parts erledigt. Das lasse ich jetzt nochmal trocknen und je nachdem, wie ich Lust habe, werde ich als nächstes entweder die Arme Teile auch noch braun machen oder die Hose, die zweite Schicht. Mal sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Das Riesen natürlich wieder mit dem Riesen. Und dann wackelt dieses Ding hoffentlich auch nicht mehr, wenn ich dran denke. Also, bis dann. Euer Triple Ezekin.